In unserem nächsten Abschnitt zur Dynamik des Massenpunkts geht es um die geführte Bewegung des Massenpunkts. Im Gegensatz zur freien Bewegung des Massenpunkts, bei der ja nur eingeprägte Kräfte auf den Massenpunkt wirken, treten bei der geführten Bewegung auch Zwangskräfte auf den Massenpunkt auf. Die Motivation dahinter ist, dass tatsächlich bei den allermeisten technischen Anwendungen sich die betrachteten dynamischen Objekte nicht völlig frei bewegen können, wie zum Beispiel beim schiefen Wurf. Stattdessen unterliegen sie während ihrer Bewegung gewissen Zwangsbedingungen, die sie auf einer bestimmten Bahn halten. Um diese Zwangsbedingungen während der Bewegung des Körpers immer einzuhalten, müssen natürlich entsprechende Kräfte auf den Körper wirken, und das sind die sogenannten Zwangskräfte. Die Unterscheidung zwischen Zwangskräften und eingeprägten Kräften ist aus der TM1 ja schon ausführlich bekannt. Im Rahmen der Dynamik des Massenpunkts kommt hier noch eine wichtige Regel dazu, die wir nicht beweisen, die wir aber ausgiebig nutzen werden, nämlich: Zwangskräfte stehen zu jedem Zeitpunkt immer senkrecht auf der Geschwindigkeit und damit auf der Bahn des Massenpunktes. Zum Thema geführte Bewegung des Massenpunkts schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Und das erste Beispiel ist das eines rutschenden Quaders auf einer schiefen Ebene. Dazu stellen wir uns einen solchen Quader der Masse m vor, der als Massenpunkt betrachtet werden soll, also dessen Abmaße hier gedanklich gegen Null gehen. Dieser Quader bewegt sich auf einer rauen, schiefen Ebene mit dem Reibwert μ, und der Quader besitzt die Anfangsgeschwindigkeit v0 in Abwärtsrichtung auf der schiefen Ebene. Der Neigungswinkel der schiefen Ebene gegenüber der horizontalen ist gegeben als Alpha. Und natürlich wirkt hier die Erdbeschleunigung in vertikaler Richtung. Zweckmäßigerweise wählt man hier ein Inertialsystem, das um denselben Winkel geneigt ist wie die schiefe Ebene. Also die X-Achse zeigt entlang der schiefen Ebene und die Y-Achse steht senkrecht dazu. Die Anfangsbedingungen lassen sich dann schreiben als x-Punkt von 0 ist gleich minus v0, da sich der Quader initial mit der Geschwindigkeit v0 in die negative x-Richtung bewegt. y-Punkt von 0 ist gleich 0, da es keine Anfangsgeschwindigkeit des Quaders in die y-Richtung gibt. Zudem positionieren wir die Koordinatenachsen so, dass die Position x von 0 gleich 0 ist und y von 0 auch gleich 0 ist. Wie lautet also in diesem Fall die Zwangsbedingung? Die Zwangsbedingung besteht darin, dass der Quader sich nicht frei in der xy-Ebene bewegen kann, sondern nur entlang dieser schiefen Ebene hier. In unserem xy-Koordinatensystem ausgedrückt bedeutet das, dass die y-Koordinate des Quaders y von t zu allen Zeiten t gleich 0 sein muss. Zunächst zeichnen wir wieder ein Freikörperbild des Quaders. An dem Quader greifen insgesamt drei Kräfte an. Einerseits die Gewichtskraft m mal g, die in vertikaler Richtung wirkt und die bekanntermaßen eine eingeprägte Kraft darstellt. Wie wir aus der TM1 wissen, greifen in der Berührebene zwischen dem Quader und der schiefen Ebene außerdem noch zwei weitere Kräfte an, nämlich einmal die Normalkraft n, die senkrecht steht auf der schiefen Ebene und die eine Zwangskraft darstellt, und andererseits die Reibkraft r, welche in der Berührebene liegt und eine eingeprägte Kraft darstellt. Wo genau diese Kräfte jetzt an dem Quader angreifen, spielt hier keine Rolle, da wir ja gesagt haben, dass wir die Abmessungen als klein betrachten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie mit dem Zeichnen von Freikörperbildern sowie mit dem Freischneiden beispielsweise von Kontaktkräften,
wie hier zwischen dem Quader und der schiefen Ebene aus der TM1 vertraut sind. Das Grundgesetz der Dynamik bzw. das zweite Newtonsche Gesetz für den Massenpunkt liefert dann die beiden Komponentengleichungen mx Punkt ist gleich die resultierende Kraftkomponente in x-Richtung, welche sich zusammensetzt einmal aus der Reibkraft, die ja in x-Richtung zeigt, und dem entsprechenden Anteil der Gewichtskraft, der hier gegeben ist durch mg mal Sinus Alpha. Weil der Winkel Alpha hier zwischen der Richtung der Gewichtskraft und der y-Richtung auftaucht. Für die y-Komponentengleichung ergibt sich m mal y Punkt Punkt ist gleich die resultierende Kraftkomponente in y-Richtung, welche sich zum einen aus der Normalkraft zusammensetzt, die in y-Richtung zeigt, und zweitens aus dem entsprechenden Anteil der Gewichtskraft mg, der in y-Richtung zeigt und der gegeben ist durch mg mal Cosinus Alpha. Dabei zeigen die entsprechenden Komponenten der Gewichtskraft mg sowohl in die negative y-Richtung als auch in die negative x-Richtung. Daher haben wir in beiden Fällen hier ein Minuszeichen stehen. Auch davon wird ausgegangen, dass Sie auf Basis der TM1 in der Lage sind, solche Kraftkomponentengleichungen aus dem Freikörperbild heraus aufzustellen. Aufgrund der Zwangsbedingung, dass nämlich y von t gleich 0 ist für alle Zeitpunkte t, was wir auch durch so ein dreifaches Gleichheitszeichen hier ausdrücken, folgt, dass auch y Punkt von t zu allen Zeiten gleich 0 sein muss und y Punkt Punkt von t muss zu allen Zeitpunkten gleich 0 sein. Also ist die linke Seite dieser Gleichung hier gleich 0. Und wir bekommen aus der Zwangsbedingung die Gleichung, dass n minus mg Cosinus Alpha gleich 0 sein muss. Beziehungsweise, wenn man das nach n auflöst, dass n gleich mg Cosinus Alpha sein muss. Aufgrund des Coulombschen Reibgesetzes, das wir auch aus der TM1 kennen, ergibt sich r ist gleich μ mal n, also r ist gleich mg μ Cosinus Alpha. Wenn man diesen Ausdruck für die Reibkraft R jetzt in die Kräftegleichung in x-Richtung einsetzt, erhält man mx Punkt Punkt ist gleich mg μ Cosinus Alpha minus mg Sinus Alpha. Was wir noch weiter vereinfachen können, indem wir zunächst einmal hier die Masse herauskürzen aus der Gleichung und dann das g ausklammern, dann erhalten wir x Punkt Punkt ist gleich g mal in Klammern μ Cosinus Alpha minus Sinus Alpha. Diese Beschleunigung in x-Richtung können wir jetzt wieder zweimal integrieren und die jeweilige Anfangsbedingung einsetzen, um damit auf die Geschwindigkeit x Punkt und dann auf den Ort x zu kommen. Dabei ergeben sich die hier dargestellten Ausdrücke mit der Anfangsgeschwindigkeit minus v0 in x-Richtung und dem Anfangsort von x von 0 ist gleich 0. Was lernen wir jetzt also aus diesen Bewegungsgleichungen des Quaders? Wenn wir uns einmal die Geschwindigkeitsgleichung anschauen, dann sehen wir, dass zum Zeitpunkt t gleich 0 die Geschwindigkeit negativ ist, also hangabwärts gerichtet ist. Abhängig vom Vorzeichen dieses Ausdrucks hier, also der Beschleunigung, wird mit steigender Zeit die Geschwindigkeit entweder immer negativer werden, wenn nämlich dieser Ausdruck hier negativ ist, oder aber, wenn der Beschleunigungsausdruck positiv ist, dann wird mit steigender Zeit die Geschwindigkeit immer weniger negativ werden, bis sie irgendwann gegen 0 geht. Ob der Beschleunigungsausdruck positiv ist, also hangaufwärts wirkt, oder negativ ist, also hangabwärts wirkt, hängt von der Größe dieser beiden Terme hier ab.
nämlich μ Cosinus Alpha und Sinus Alpha. Dabei tendiert die Reibung, die ja diesen Term hier liefert, dazu, die Beschleunigung positiv zu machen, also hangaufwärts zu wirken, während der zweite Term, der ja aus der Gewichtskraft resultiert, die Beschleunigung hier in den negativen Bereich drückt. Man erkennt, dass mit steigendem Reibwert μ der erste Term dazu tendiert, größer zu werden, während mit steigendem Neigungswinkel Alpha der zweite Term größer wird, während der erste kleiner wird. Fassen wir hier unsere Beobachtungen also noch einmal kompakt zusammen. Da die Anfangsgeschwindigkeit V0 größer als 0 ist, bewegt sich der Quader wegen x Punkt von 0 gleich minus V0 zum Zeitpunkt t gleich 0 erstmal hangabwärts. Danach hängt das weitere Verhalten des Quaders vom Vorzeichen der Beschleunigung ab. Im Fall 1, wenn g mal in Klammern μ Cosinus Alpha minus Sinus Alpha kleiner als 0 ist, setzt sich die Abwärtsbewegung beschleunigt fort, während im Fall 2, wenn g mal in Klammern μ Cosinus Alpha minus Sinus Alpha größer als 0 ist, wird die Abwärtsbewegung immer weiter abgebremst, bis die Masse irgendwo liegen bleibt. Anders als die hier aufgestellten Bewegungsgleichungen es besagen würden, kehrt sich jedoch die Bewegung des Quaders nicht um, da nämlich das Freikörperbild des Quaders, das wir gezeichnet haben, in dem Punkt ungültig wird, wo die Masse zur Ruhe kommt. Wir erinnern uns aus der TM1, dass in dem Fall, wenn x-Punkt gleich 0 ist, gar keine Reibkraft mehr wirkt, sondern eine Haftkraft, und in dem Fall, wenn x-Punkt größer als 0 wäre, die Reibkraft ihren Richtungssinn ändern würde. Als zweites Beispiel schauen wir uns das sogenannte mathematische Pendel an, welches aus einem masselosen Stab der Länge L besteht, der an seinem oberen Ende aufgehängt ist und sich reibungsfrei hin und her drehen kann. An seinem unteren Ende ist ein Massenpunkt der Masse m befestigt und der wird durch das Pendel hier auf einer solchen Kreisbahn mit Radius L um den Drehpunkt geführt. Auf den Massenpunkt wirkt natürlich die Schwerkraft g in vertikaler Richtung und wir bezeichnen den Auslenkwinkel des Pendels in positiver Drehrichtung mit Phi. Für das Pendel sind entsprechende Anfangsbedingungen gegeben, nämlich der Winkel Phi zum Zeitpunkt 0 ist irgendein gegebener Winkel Phi 0 und die Winkelgeschwindigkeit Phi Punkt von 0 ist irgendein gegebener Wert Omega 0. Da es sich hier um eine Drehbewegung handelt, liegt es nahe, in Polarkoordinaten zu arbeiten. Wir haben hier also einmal den Einheitsvektor ER, der in Richtung des Pendels zeigt, und dann den zweiten Einheitsvektor, dazu passend Ephi. Auch in diesem Fall führt der Massenpunkt wieder eine geführte Bewegung aus, da er sich nicht beliebig in der Ebene bewegen kann, sondern eben nur entlang dieser geführten Kreisbahn. Wie sieht also in diesem Fall die Zwangsbedingung aus? Die Zwangsbedingung ist eben genau dadurch charakterisiert, dass sich der Massenpunkt immer entlang dieser Kreisbahn hier bewegen muss. Dementsprechend muss die Koordinate r von t immer gleich l sein, und zwar für alle Zeiten t. Daraus folgt natürlich direkt, durch Bilden der Zeitableitung, dass r-Punkt von t für alle Zeiten gleich 0 sein muss und r-Punkt von t auch für alle Zeiten gleich 0 sein muss. Zunächst stellen wir dann wieder das Freikörperbild der Masse m auf. Auf die Masse m wirken in diesem Fall zwei Kräfte. Zum einen die Gewichtskraft mg, vertikal nach unten. Bei der Gewichtskraft handelt es sich bekanntermaßen um eine eingeprägte Kraft. Und zum anderen wirkt die Stabkraft S entlang der geometrischen Ausrichtung des Stabes
und dabei handelt es sich bekanntermaßen um eine Zwangskraft. Dabei tritt der Winkel des Pendels Phi hier nochmal zwischen der Gewichtskraft und der Ausrichtung des Stabes, also der Stabkraft, auf. Basierend auf diesem Freikörperbild stellen wir dann wieder die Gleichungen des dynamischen Grundgesetzes bzw. des zweiten Newtonschen Gesetzes auf, welche in diesem Fall zwei Komponentengleichungen liefern. Zum einen eine Komponentengleichung in Radialrichtung, also entlang des Koordinatenvektors ER. Hierbei erhalten wir Masse mal Radialbeschleunigung ist gleich Summe aller Kräfte in der radialen Richtung, also minus S zum einen, da hier S in die negative ER-Richtung zeigt, und zum anderen der Anteil der Gewichtskraft, der hier in die radiale Richtung zeigt, und das ist plus mg mal Cosinus Phi. Die zweite Komponentengleichung wird entsprechend in Zirkularrichtung aufgestellt, beziehungsweise in Richtung des Einheitsvektors E Phi. Hierbei erhalten wir, dass die Masse mal die Zirkularbeschleunigung A Phi gleich ist, die Summe aller Kräfte in E Phi Richtung. Und wenn wir uns das im Freikörperbild anschauen, dann besitzt S keine Komponente in E Phi Richtung und die Komponente von mg in die E Phi Richtung ist hier minus mg mal Sinus Phi. Die Formeln für die Radialbeschleunigung und die Zirkularbeschleunigung sind aus der Kinematik bekannt und sie lauten AR ist gleich R Punkt Punkt minus R Phi Punkt Quadrat und A Phi ist gleich 2R Punkt Phi Punkt plus R Phi Punkt Punkt. Hier können wir jetzt unsere Zwangsbedingungen einsetzen. Wir wissen nämlich, dass R Punkt immer gleich 0 ist und R Punkt Punkt immer gleich 0 ist und dass der Wert für R konstant gleich L ist. Es folgt also, dass AR gleich ist minus L mal Phi Punkt Quadrat und A Phi gleich ist L mal Phi Punkt Punkt. Und diese zwei Ausdrücke können wir jetzt in unsere Komponentengleichungen des dynamischen Grundgesetzes einsetzen und erhalten dann zum einen minus ml Phi Punkt Quadrat ist gleich minus s plus mg Cosinus Phi und zum anderen ml mal Phi Punkt Punkt ist gleich minus mg Sinus Phi. Hier interessiert uns zunächst die zirkulare Gleichung, da es sich um eine Differentialgleichung für den Winkel Phi von t handelt, in der ansonsten alle Größen bekannt sind. Man kann hier noch die Masse herauskürzen und damit ergibt sich dann die sogenannte Bewegungsgleichung des mathematischen Pendels als nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung und sie sieht folgendermaßen aus. Phi Punkt Punkt plus g geteilt durch l mal Sinus Phi ist gleich 0 mit den Randbedingungen Phi von 0 ist gleich irgendein Anfangswinkel Phi 0 und Phi Punkt von 0 ist gleich irgendeine Anfangswinkelgeschwindigkeit Omega 0. Diese Bewegungsgleichung kann dann für kleine Auslenkungen Phi des Pendels durch die Kleinwinkelnäherung Sinus Phi ist ungefähr gleich Phi linearisiert werden. Daraus ergibt sich dann eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung, die als sogenannte Schwingungsgleichung bezeichnet wird und die folgendermaßen aussieht, Phi Punkt Punkt plus Omega Quadrat Phi ist gleich 0, wobei wir hier Omega Quadrat definiert haben als g durch L mit den Randbedingungen Phi von 0 ist gleich ein Anfangswinkel Phi 0 und Phi Punkt von 0 ist gleich eine Anfangswinkelgeschwindigkeit Omega 0. Auf die mathematische Lösung dieser beiden Gleichungen wollen wir an diesem Punkt hier gar nicht näher eingehen. Wir haben uns aber beispielsweise schon auf dem dritten Aufgabenblatt mit der Lösung der Schwingungsgleichung beschäftigt. Stattdessen wollen wir, um den Überblick zu behalten, hier ganz bei der Mechanik bleiben
Und wir gehen einfach davon aus, dass wir aus einer der beiden Differentialgleichungen jetzt die Lösung, also phi von t und phi Punkt von t und phi Punkt Punkt von t bestimmt haben. Dann lässt sich mit der noch nicht benutzten radialen Gleichung schließlich noch die Stabkraft berechnen. Dazu lösen wir die Gleichung nach der Stabkraft S auf, indem wir hier S auf die linke Seite bringen und diesen Term hier auf die rechte Seite bringen und dann auf der rechten Seite noch M ausklammern und dann erhalten wir S ist gleich M mal in Klammern L mal Phi Punkt Quadrat plus G mal Cosinus Phi. Wobei Phi und Phi Punkt eben aus den obigen Differentialgleichungen als gegeben zu betrachten sind.